Heyo, Sykes hier und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und ihr seht es im Hintergrund, endlich ist es soweit. Need for Speed Heat hat es endlich geschafft. Es wurde veröffentlicht, es wurde released, mehr oder weniger zumindest. Also die meisten können es schon zocken, Großteil kann es allerdings auch erst ab Freitag zocken. Sprich, ab diesem Tag werde ich dann auch, sagen wir einfach, nicht mehr verfügbar sein, nicht mehr vorhanden sein in dieser Realität, denn dann gibt es für mich nur eins, und zwar Palm City und den Kopf so richtig in den Arsch treten. Und da kommen wir zum ersten Punkt, denn das Ganze wird meine, sagen wir, meine Review kann man nicht sagen, denn ich konnte leider, da ich PS4-Spieler bin, mit dem EA Access leider nur 10 Stunden spielen. Es werdet ja auch dann im Video sehen, im Hintergrundmaterial seht ihr ab und zu, dass da oben diese Meldung kommt von wegen, ja, dein Trail läuft nur noch eine halbe Stunde, dein Trail läuft nur noch eine Viertelstunde, du hast verkackt, dein Trail ist vorbei. Gut, das habt ihr nicht gesehen, dass der Trail vorbei ist, den hab ich dann alleine für mich gehabt, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ja, das soll jetzt keine Rolle spielen. Rolle spielt ganz allein Need for Speed Heat, und diese Rolle spielt Need for Speed sehr, sehr groß. Diese Hauptrolle spielt Need for Speed Heat sehr groß. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, also ich hatte maximal 10 Stunden Zeit und ich konnte nur Stufe 10 erreichen. So, genau. Und in diesen 10 Stunden habe ich mir einen Einblick verschafft über das Spiel, über die Story, über, ja, mehr oder weniger Tuning, nein, ja, doch, auch, ja. Dazu allerdings hat natürlich auch, hatte ich auch die App gehabt, die hieß Studio App. Deswegen kommt der Faktor Tuning eher so ein bisschen geringer. Allerdings muss ich sagen, das, was ich gesehen habe oder spielen konnte und fahren durfte, heilige Scheiße, dieses Spiel, das ist verdammt geil. Also ich hatte ja damals schon in diversen Videos erwähnt gehabt, in meinen Let's Tunes und in meinen Wünschen, und hast nicht gesehen, dass ich mich eigentlich nicht hypen lassen wollte. Ja, mit der Zeit ist alles passiert, ich habe mich hypen lassen. Allerdings dachte ich mir so, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich will mich nicht wieder hypen lassen. Aber der Hype ist berechtigt. Der Hype ist meiner Meinung nach berechtigt. Dieser größte Punkt, den ich ansprechen will, ist das Handling. Und zwar finde ich das Handling sehr, sehr gut umgesetzt. Ihr seht im Hintergrund einen Clip von einem Z4, einen Clip von einem Lancer und einen Clip von einem 180SX. Der 180SX ist mehr aufs Züften ausgelegt, und ihr werdet schon sehen, ich habe vielleicht hier und da das ein oder andere Problemchen. Auch das Live-Tuning und sonstiges haben sie alles sehr, sehr schön verbessert. Also meiner Meinung nach. Also ich finde es gut, dass man jetzt alles schön mit einem Klick alles machen kann und nicht vor gefühlt stundenlang, weil das noch ungedrückt halten muss, bis sonst irgendwas passiert, dass dieses heiß Menü verschwindet. Aber gut, jedenfalls. Das Handling finde ich sehr, sehr gut. Also es ist jetzt klar irgendwo schon noch mehr oder weniger Break to Drift. Allerdings ist es nicht mehr ganz so schwerwiegend. Also du kannst auch normal fahren. Du kannst ganz normal wie ein normaler Mensch auf offener Straße fahren. Kein Break to Drift. Also klar, wie gesagt schon, aber du kannst es auch umgehen. Und ich finde es gut, dass man es auch umgehen kann. Denn umgeht man es nicht, nimmt man Geschwindigkeiten in Kauf. Nicht immer, aber in einigen Fällen. Was mir dann hier und da auch noch aufgefallen ist bezüglich des Handling-Systems und des Fahrsystems, ist, wenn man in Rennen die Checkpoints ganz, ganz knapp schneidet, wirst du abgeblockt. Du wirst abgeblockt. Sprich, kürzt du ab bei Checkpoints, musst du eben eine Bremse vom Spiel in Kauf nehmen. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr geil, dass das Spiel dir solch ein Feedback gibt. In den 10 Stunden konnte ich ja die Story auch mehr oder weniger anspielen, und in diesen 10 Stunden, man bekommt ein Mitgefühl für Menschen und man bekommt einen Hass auf die Polizei. Aber ich will euch da nicht spoilern, denn die Kampagne, die Story, die dürft ihr gerne für euch alleine zocken, und ich muss nur, also ich kann nur sagen, Leute, das ist echt geil. Ich weiß nicht, wie lange die Kampagne an sich ist, das kann ich leider nicht sagen, denn wie gesagt, ich habe meine 10 Stunden gehabt, und in den 10 Stunden habe ich hauptsächlich Geld gegrindet und hast nicht gesehen, um mir einen kleinen Vorteil zu erschaffen, dann eben für Freitag,
Denn am Freitag wird es auch um Punkt 0 Uhr wird's ein Stream geben. Endlich heilige Scheiße. Und ja, aber gut, okay. Kommen wir zurück zum Thema. Kommen wir einfach mal ganz entspannt zurück zum Thema. Need for Speed Heat. Was mag ich? Was mag ich nicht? Was mag ich? Was, das erste, was mir aufgefallen ist, ist natürlich auch die Map. Die Welt, Palm City, natürlich aufgeteilt in ihre einzelnen Unterbezirke, ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ist verdammt schön umgesetzt. Auch das Dasein oder diese Optik von wegen Tag, alles schön sonnig. Okay, hier und da hast du mal ein bisschen bewölkt, hast mal Regen. Das hatte ich allerdings in den letzten 3 Stunden von meinem Trail sehr, sehr oft. Ihr glaubt, das Material, was ihr da zum Ende bekommen habt, das war eine letzte halbe Stunde ohne Regen, gefühlt. Aber wie gesagt, so an Tag, so schön sonnig, ne, so schön die Urlaubsszenerien, ne, und auch die Vegetation. Heilige Mutter Maria, also Payback war ja, klar, okay, Payback war ja so Nevada angesiedelt, ne, aber heilige Scheiße. Heat macht einiges her. Heat macht verdammt viel her. Und dann der Wechsel in die Nacht. Alles dunkel, alles grau, blau, schwarz. Und dann hast du die Türkisen und die lilanen Neons. Sieht schon verdammt geil aus. Und auch ein klares Pluspunkt für mich. Ein klares Pluspunkt ist für mich auch die Grafik. Die Grafik, klar, okay. Man soll jetzt hier nicht, also ich nehme auf der PS4 auf. Man soll jetzt nicht mit der Ultra HD Grafik rechnen, ja. Jedoch ist die Grafik eine Steigerung. Meine Meinung. Ja, also ich finde Reflexion, Spiegelung, finde ich ganz geil. Ein Manko, den ich habe, ist in manchen Situationen sind die Reflektierungen doch ein bisschen krass, denn ich bin hier und da ein Rennen gefahren gegen die Sonne. Es hat geregnet. Dann hast du noch Neonlichter. Ja, bei manchen Events hast du so Neon-Spotlights, ja. Yo, Bro, ich muss auch noch was von der Straße sehen. Also, ich will jetzt nicht geblendet werden. Das ist fast so wie eine Flashbang in einem COD. So viel dazu. Aber wie gesagt, also ich finde die Darstellung in Tag oder am Tag und in der Nacht finde ich extrem geil. Und ich bin sehr überrascht, dass die es so gut hinbekommen haben. Auch der Wechsel, wenn du quasi am Tag bist, ja, und du willst dann ein Event fahren, was es dann in der Nacht gibt und dann dieser Untergrund. Das ist voll geil. Und wie gesagt, ich weiß nicht so wirklich, was ich zu Need for Speed Heat sagen soll. Also, wie gesagt, ich wollte mich ursprünglich nicht hypen lassen, denn auch mein Hype wurde ein bisschen eingedämmt, als ich die Wagenliste gesehen habe. Und denkst du so, Alter, von mehreren Fahrzeugen, das tausende Versionen. Naja, kein Wunder, dass sie so eben auf ihre, ich glaube, 130 Fahrzeuge kommen. Fahrzeug ist auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, inwiefern das gerechtfertigt ist, dass beispielsweise ein Testarossa vor einem Beetle freischalten ist. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sagt ihr es mir, was die Intention von EA dahinter war, den Testarossa früher freischalten zu lassen als den Beetle. Ja, der Beetle kommt, glaube ich, erst ab Stufe 20. Beispielsweise den Subi, den bekommt man ab Stufe 12, glaube ich, irgendwas. Ich weiß nicht, also jedenfalls bekommt man den Subi früher und hast nicht gesehen, aber so ein Bel Air und so ein Beetle, die kommen erst gefühlt nach Ewigkeiten. Und da haben wir auch die perfekte Überleitung quasi, denn Fahrzeuge schaltet man ja mit dem Level frei, mit dem Rap-Level. Und das Rap-Level kann man natürlich nur in der Nacht natürlich leveln. Oder man macht am Tag die Racer-Herausforderung, denn da ist es so, die Racer-Herausforderung bringen die am Tag, bringen sie dir Rap und in der Nacht bringen sie dir Geld. Das, was du halt natürlich eben an jeweiligen nicht machen kannst. Die am Tag verdienst du Kohle, in der Nacht machst du dein Level. Und so hast du dieses Verbindungsstück, was ich sehr, sehr schön finde. Jedenfalls, in der Nacht, die Cops. Ja, Stufe 1 Cops, ja komm, wir gehen mal Gassi. Stufe 2 Cops, komm, wir spielen ein bisschen. Stufe 3? Bro, du sollst jetzt langsam echt mal Ende machen, sonst hast du ein kleines Problem. Und dann geht's los. Stufe 4 und Stufe 5. Die nehmen dich auseinander. Frag nicht nach Sonnenschein. Frag einfach nicht nach Sonnenschein, wie sehr die dich auseinandernehmen. Leute, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Und ich hatte meinen Spaß. Ich wurde einmal gecatcht, da ich mir so fuck. Denn diesmal ist es wirklich so, dass dir das Verhaften wehtut. Das Verhaften hat Folgen. Vielleicht nicht für dein Auto. Da wäre es halt auch cool gewesen, dass du halt eventuell diese 3 Chancen hast, ja. Aber dein Konto wird's dir danken. Je nachdem, wie viel du gefahren bist.
also beziehungsweise wie viel du dich mit den Kopf zerlegt hast, dementsprechend wird auch so viel Geld abgenommen. Ja, 40.000 ist halt schon blöd, wenn ihr 40.000 weg sind und ihr eigentlich nur das Auto holen wolltest. Ich habe mein Selfie dann doch drauf bekommen, zum Glück. Muss dafür ein, zwei Rennen doppelt fahren, aber das ist jetzt keine Rolle. Jedenfalls, die Cops machen verdammt viel Laune und die Cops haben in der Story auch einen sehr krassen Standpunkt, einen Schwerpunkt. Und das ist geil. Es freut mich endlich wieder Need for Speed zu spielen, wo das Thema Cops im Augenmerk liegt. Freut mich sehr und ich bin so voll euphorisch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so. Boah, alles kommt auf einmal und ey, keine Ahnung. Leute, ich freue mich einfach ehrlich. Ich weiß einfach nicht, was. Also, ich war echt. Ja, ich wollte mich nicht hypen lassen, ne? Sagen wir es so: Mission failed, ne? Ja, das. Leute. Weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon was gesehen. Also an Gameplay oder whatever. Ja, sagt mir eure Meinung. Wie ist eure Meinung? Weil ich persönlich kann für mich nur sagen, das Spiel hat verdammt vieles richtig gemacht. Okay, hier und da gibt es noch ein, zwei Bugs, ein paar Glitches so von der Map her, vom Clipping. Aber das ist was anderes. Aber grundlegend kann man sagen, Need for Speed Heat geht die wieder in eine richtige Richtung. Größtes Merkmal? Dieses Kartensystem. Das Kartensystem ist raus. Das Kartensystem ist Geschichte. Ich bin froh, dass Geschichte ist. Endlich wieder normales Tuning. Tuning, welches du über eben dein Rap-Level freischaltest und am Tag über dann kaufen kannst. Finde ich sehr, sehr geil. Ja? Finde ich sehr geil. Aber auch, wie gesagt, das Tuning an sich ist natürlich sehr, sehr schön. Du hast ja deine verschiedenen Klassen, du hast deine verschiedenen Ebenen, ja, und du hast natürlich auch noch, quasi wie bei Rivals, hast du auch noch, Unterstützung, Hilf-Items, passiv und aktive, die natürlich auch unterschiedlich halt unabhängig vom, abhängig vom Level freigeschaltet werden. Ebenso wie die Motorswaps. Beispielsweise, was ich gesehen habe, ist, die Swaps für Lancer, die kommen später als die von 80 SX. Finde ich sehr interessant, denn wenn man bedenkt, dass man quasi auch die Tuning-Teile speichert, weil wenn du jetzt einen Turbo hast, ja, und du hast den Twin Turbo freigeschaltet und klappst den Twin Turbo rein, dann kannst du den Turbo, den du vorhin in den Wagen drin hast, in einen anderen Wagen reinbauen. Finde ich sehr, sehr schön. Auch das Airride kann man alles kaufen. Man kann mittlerweile alles kaufen. Das macht mich so unfassbar glücklich. Ja, denn Payback, das war halt wirklich eine Lotterie. Das war wirklich ein Casino. Das war Las Vegas. Kann man sagen, was man will, auch wenn es vielleicht ein bisschen scheiße umgesetzt war von denen. Aber es war Las Vegas. Und das ist Palm City nicht. Palm City ist eine verdammt schöne Map, eine verdammt schöne Location. Und ich muss sagen, sehr, sehr vielseitig. Ich hoffe, ich hätte euch, oder ich hoffe, ich konnte euch für die ersten Aufnahmen in Videoform eine ausreichende Abwechslungkeit bieten. Ihr habt hier ein bisschen Stadt, ihr habt da ein bisschen Nacht, ihr habt da ein bisschen Hills und hast mich gesehen, ja. Denn es ist verdammt, 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 verdammt schön, verdammt vielseitig. Und ich muss sagen, ich habe mich das erste Mal wirklich wieder in eine Map von Need for Speed verliebt. Ich hoffe allerdings, dass das nicht so diese Euphorie. Ja, es. Nein, glaube ich nicht. Ich will es gleich aussprechen. Nein, es ist nicht so. Es ist nicht dieser ultra krasse Hype, denn ich muss sagen, ich war weniger gehypt bei Payback als jetzt bei Heat. Und Payback hat ja auf lange Zeit überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt. Gar keinen Bock mehr, macht so rum. Aber alleine weil es Nacht gibt, die jedes Mal mit einem Nervenkitzel gestartet wird und mit meinem Nervenkitzel weitergeht und immer ein größeres Nervenkitzel gibt. Allein deswegen glaube ich, wird Need for Speed Heat langzeittechnisch deutlich mehr Spaß machen und mehr motivierender sein als Payback. Die Cops werden dir auf jeden Fall auf die Eier gehen. Sie sind mir auf die Eier gegangen. Hast du sie einmal am Hals und bist Stufe 4 oder Stufe 5. Bist du mit einem untermotorisierten Auto leicht am Arsch? So viel dazu. Möchte ich nur anmerken, ja. Aber das liegt ja im Auge des Betrachters. Wie dem auch sei, ich finde Fahrzeuge finde ich sehr, sehr geil. Ich habe jetzt beispielsweise den BMW M4, BMW Z4 M400 irgendwas. I don't fucking know. ich finde die Tuning-Teile sehr, sehr schön. Klar, einige Wagen haben leider
irgendwie gar nichts bekommen. So, was mich ein bisschen traurig macht, ist beispielsweise der R8. Ich mag den R8 eigentlich, ich mag das Facelift, aber das ist der Punkt. Need for Speed hat es nicht geschafft, von Payback, also von der Entwicklung zu Payback bis zur Entwicklung, Release zu Need for Speed Heat, weitere Car, also Bodykits zu erstellen für den R8. Das Einzige, was der R8 bekommen hat, ist eben, sind eben die Facelift-Frontstoßstangen. Das war's. Und Felgentechnik, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Da sehen wir ja bei mir, bei meinem Z4, was ich für Felgen mag. By the way, der Z4 hat das Kit von Chiasa bekommen. Also, Chiasa KS, ne? Ihr wisst, wen ich meine. Ja, das dürfte Kit V1 sein. Und Kit V2 ist ein bisschen spannender. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön, dass es eben das gibt. Ja, auch der zweite Clip dürfte der Chiasa Lancer sein, der Evolution. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen perplex, bin ein bisschen durcheinander. Nimm's mir echt nicht übel. Aber grundlegend, Leute, wirklich, das Spiel macht mich wahnsinnig. Und freut euch auf 0 Uhr. Nein, sagen wir nicht 0 Uhr. Sagen wir 18 Uhr. Freut euch auf 18 Uhr. Und falls der eine oder andere es übrigens nicht gemerkt hat. Ja, yo, ey, Motorcycles gibt's nicht mehr. Ey, was sagst hier? Leute, nein, zurück zum Thema. Also wie gesagt, Need for Speed Heat. Leute, ich freue mich auf euch. Ich habe auch eine Crew. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich werde da alles Geschehen einblenden. Ihr dürft eine Anfrage stellen. Ich weiß nicht, wie viele Leute eine Crew können. Deswegen seid schnell, wenn ihr auf der PS4 unterwegs seid, einfach eine Anfrage stellen. Ich nehme sie Donnerstagnacht, also von Donnerstagnacht auf Freitag, nehme ich sie direkt an und dann können wir gemeinsam durch die Landschaften von Palm City cruisen. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video oder ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr zu Need for Speed Heat haltet, wenn ihr es zocken konntet, oder sagt mir, was ihr halt eben, ja, was ihr halt von haltet, was ihr so gesehen habt, ja. Was ich gesehen habe und was ich gespürt habe beim Zocken, auch so die Charakterbindung und wie die Charakter emotional reagiert haben, ja. Gerade bei einem Knackpunkt in der Nacht, die es in der Version gab, schon in dem 10-Stunden-Trail. Ja, man entwickelt einen Hass und man entwickelt Mitgefühle. Ja, so viel dazu. Also man wird szenariotechnisch schon in eine ganz andere Welt gezogen, als man es in Heat gewohnt war. Oder, ja, ne? Also wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin positiv überrascht. Need for Speed. Yay. You got one job. And you got it. Ich bin aber raus. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Macht's nicht gut, macht's besser. Ich bin raus. Ciao.